Hey, Dragonflight hat über das neue Berufssystem einige Methoden ins Spiel gebracht, die wir nutzen können, um unseren Goldstand zu erhöhen. Auch wenn herkömmliche Vendor-Shuffles ziemlich entschärft worden sind und somit fast unnutzbar geworden sind, gibt es andere Methoden, die wir im Auge behalten sollten. Heute zeige ich euch einen Shuffle, den ihr über Schneiderei verwenden könnt. Ihr benötigt dazu 5 Skillpunkte in der Spezialisierung Textilien und weiterführend 30 Punkte in Spinnerei. Mit diesem Skillweg habt ihr die Möglichkeit, beim Auftrennen bestimmter Stoffarten aus Dragonflight wie Frostbrandstoff, angesenktem Wildstoff oder verrottetem Wildstoff garantiert tobende Elemente zu erhalten. Im Grunde kaufen wir uns die spezifischen Stoffarten günstig aus dem Auktionshaus und verkaufen dann die tobenden bzw. die erweckten Elemente weiter. Die Spulen, die ihr beim Auftrennen erhaltet, könnt ihr für eure Schneiderei nutzen oder sie ebenfalls im Auktionshaus verkaufen. Solltet ihr mit eurem Schneider einen anderen Skillweg genutzt haben oder generell keinen Schneider besitzen, würde ich euch empfehlen, einen noch ungenutzten Char auf die Dracheninseln zu holen und den Beruf zu lernen. Die erforderlichen Wissenspunkte könnt ihr dann ganz einfach und mit wenigen Materialien über die Erstherstellungsboni und die Open-World-Schätze einsammeln. Dieser Vorgang sollte nicht länger als eine Stunde dauern. Ich habe in meinem Spreadsheet eine neue Tabelle für diesen Shuffle angelegt. Ihr könnt die Preise der Stoffe und Elemente dort ganz einfach über die TradeSkillMaster API auslesen lassen und euch so euren Gewinn pro Stunde ausrechnen. Solltet ihr die Stoffe bereits besitzen oder sie lieber selbst farmen, könnt ihr auch die manuelle Berechnung des Shuffles in der Tabelle nutzen. Schaut also regelmäßig im Auktionshaus nach den Preisen der Stoffe oder haltet die Preise in eurer Version des Spreadsheets aktuell. Ihr findet das Spreadsheet weiterhin for free auf meinem Discord. Nun denn, so für diese Woche von mir. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.